Hallo, liebe Zuschauer, ich bin die Bachetner und heutige unsere Sendung ist das Thema Depression, Suizid. Gibt genug Psychotherapeuten, schulmedizinische Einsicht, das ist eine andere, ist das eins, ist das. Und der andere ist das, was ich möchte heute aus meiner Erfahrung mitteilen. Ich bin jetzt eine ehemalige Ärztin, Wissenschaftlerin und ich besitze eine Gabe, Fähigkeiten, hellseherische, heilerische Fähigkeiten. Und aus dieser Sicht möchte ich meine Erfahrung teilen. Im Wort Depression, Press, Druck. Die Frage stellt, derjenige Betroffene, trägt er seinen eigenen Druck? Trägt er es der Druck von seinen nahestehenden Menschen? Wo ist die Familie? Was für einen Druck trägt er? Muss er nur allein therapiert werden? Oder zur Therapie gehört eigentlich seine ganze Familie? Und genau gesagt, welche Person mitgehört zu der Therapie? Ich möchte ein Beispiel erzählen. Es ist ein junger Mann in jetziger Zeit und Gegenwart, leidet 30 Jahre. Er hat Begabungen sein, aber er ist depressiv, kommt nicht aus dem Haus nicht raus, sitzt daheim mit 30 Jahren, kriegt nicht den Boden unter seinen Füßen. Sein Vater ist ein Geschäftsmann, aber das, was er kann, sein Werkzeug, liegt in seinen Händen, er ist der Alleinarbeiter. Er ist selbst eigener Geschäftsmann. Das heißt, das, was er macht, er kann nur selbst machen. Und er macht so ein nach anderem Geschäft in einer Stadt, in zwei, hat in drei Städten, drei Orte. Und ganze Woche rennt von einem zu anderem, zwei Tage dort, da ist das die Dinge. Zu Hause kurz nur anwesend. Er hat mit seiner Frau, solange die Kinder waren die klein, Frau hat aufgepasst und jetzt seine Frau mit ihm macht diese Touren. Und der Sohn, er rennt. Warum er rennt? Von einem zu anderen Geschäft. Was ist die Ursache drin? Das ist die Angst, treibt ihn. Welche Angst? Versagen. Zu versagen. Angst und einander. Und dazu hat noch Masse Ideen. Masse Ideen. Das. Und fruchtet nicht. Und der Sohn, was macht dir das? Der Sohn ist die Waageheld. Der Vater Außenwelt rennt und macht. Der Sohn kann nichts machen. Hält, Waageheld. Der Druck, den der Vater treibt, dazu zu tun und machen, ist das sein Druck, Angst von Versagen, Angst, dass alles zusammenbricht. Und diese Versagen lebt der Sohn, indem, dass er depressiv daheim sitzt und kriegt nicht sein Leben in der Reihe. Und dieser junge Mann geht in die Therapie zu Psychotherapeuten. Dieser junge Mann geht in die Klinik, weist sich an und kommt nicht voran. Warum? Weil der eigentliche, wer gehört zur Therapie, ist der Vater. Der muss Stopp machen. Der muss sagen, hey, baue ich ab, Stopp. Er muss zugehen. Der beste Therapeut für diesen jungen Mann ist sein eigener Vater. Der muss zugehen auf seinen Sohn. Der muss über seine Ängste sprechen, über seine. Die zwei müssen Hand in Hand zur Therapie gehen. Zwei müssen artikulieren miteinander. Was ist der Artikel? Ist das der Artikulieren? Ist der Lateinisch das Reden? Artikulieren. Und diese Artikulation stattfindet nicht. Wenn tief in Artikulation gehen, ist das Beziehung nicht. Ist die Beziehung tief da drin? Vater, Sohn. Der Sohn wächst heran und irgendwann der muss der Vater sein. Und die Vaterfigur ist nicht da. Druck. Aber der Sohn möchte diese Liebe. Wie hält er? Er sagt, nun gut, lieber Vater, ich werde für dich halten. Ich halte für dich dein. Du kannst machen. Du tust. Du hast du keine Ruhe. Dann bleibe ich hier sitzen. Und das ist die innere Haltung. Das ist die Waage. Wenn man auf diese Krankheit geht, Depressionen, Suizid, wenn man sagt, was ist die, wenn man geht in die Tiefe, in die Ursachen, wenn man denkt, soziale Bedingungen oder was die Ursache sein kann, dann, wir wissen doch, dass die Schweiz zum Beispiel ein sehr gut sozial stehendes Land, aber er hält auch eine führende Position in Bezug zu diesen Krankheiten, zu diesem Zustand. Warum? Da ist die Generation aufgewachsen, wo die Baby, Kind auf die Welt gekommen, gleich
Nach ein paar Wochen, nach einigen Wochen, Mütter müssen in die Arbeit gehen und die Babys wurden in eine Einrichtung abgegeben. Viele haben sie ihre Baby geholt, nur Wochenende. Baby im Bauch, im siebten Monat, fängt an, äußere Welt annehmen und alles durch die Stimme, Klang, Vibration von der Mutter. Wenn auf die Welt kommt, diese Welt annehmen, diese Berührung, gehen sie durch die Mutter. Durch die Mutter. Und alles nimmt auf durch die Berührung, die Wärme. Der hat keine Berührung noch nicht mit der Außenwelt. Und plötzlich diese Person weg. Jetzt stellen Sie mal vor, kurz stellen Sie mal vor, Sie haben die zu Hause Ihren liebenden Mensch, Kinder, Kind, Frau, Mann. Und Sie sind irgendwo unterwegs, kommen Sie nach Hause, plötzlich diese Person ist nicht da. Sie können sie weder telefonisch erreichen, weder was. Ist genug ein paar Stunden, wo Sie wissen Sie nicht, wo er ist. Genug, aber wenn Sie Tag, wenn Sie wochenlang, in welchem Wahnsinnszustand Sie kommen Sie es? Warum denken wir nicht, dass diese Baby, die welche plötzlich, diese Bezugsperson hat es verloren, in welcher Leere befindet er sich? Und diese Generation, merken Sie nicht, dass die viele, diese Generation, viele Menschen, ist irgendwie Empathiegefühle fallen. Diese Empathielosigkeit, das ist die Vorstufe schon. Wie kann ich überleben in diesem Leben? Diese Baby plötzlich leer. Wie kann er überstehen diese Zeit? Wie? Wenn ich diese ganzen Gefühle runterfahre. Das Gehirn versteht nicht. Ich mache nur zu, diesen Bereich. Wenn er macht zu, dann macht alle gefühlsemotionale Ebene Wahrnehmung zu. Der kann nicht sagen, ich schalte nur das ab. Dann geht runter gesamt diese Wahrnehmung. Und viele Menschen sind vom Kopf reden. Wenn du es fragst, verstehst du, dass diese Gefühle, ich verstehe nicht, ich weiß es nicht, wie ist das, fühlt sich im Körper. Aber vom Kopf habe ich eine Ahnung. Den Kopf verstehen oder fühlen, die sind eine Ebene wie die Himmel und die Erde. Das ist ein Teil von dieser Generation, Empathie fehlt. Der andere Teil, diese Leere zu überwinden. Und auf diese Leere hat noch nicht verarbeitet und dann kommt die äußere Welt mit seinen Eindrücken. Er hat keinen Halt. Es gibt niemanden rum, wer könnte ihm Halt geben. Und dann kommt noch Eindrücke. Wie soll er das durchhalten? Er ist erdrückt, er wird erdrückt von diesen allen. Wie soll in diese Welt zurechtkommen? In diesen Schockzustand. Was passiert dann mit diesen Generationen, mit diesen Leuten? Druck. Die empfinden sie alles das, was rumgeschieht, als puren Druck. Können sie nicht zurechtkommen, denn sie können sie nicht diese annehmen. Zurück agieren, reagieren, gefühlsemotional. Sie sind verloren. Stellen Sie mal vor, wenn Sie mir jetzt eine Frage stellen, Sie es. Und ich bin, fange an, es ist die Dinge, ich gehe verloren. Wenn ich gehe jetzt, wenn ich rede jetzt, verliere ich meinen Vater. Und wenn das Kind gefühlsemotional von diesen Lebensart und Weisen plötzlich, er versteht nicht, wie soll er reagieren. Er weiß nicht, wie er soll reagieren auf diese nahestehenden Person oder wie das die Dinge. Alles, er verloren. Er fühlt sich verloren. Er fühlt sich nicht wohl. Die Seele fühlt sich nicht wohl. Aber Gedanken, diese nur Verstand gehorchen, die Gedanken bei ihm auch still. Er ist in einem Niemandland befindet. Er kommt nicht zurecht. Und in dieser Phase, in diese Depressionen, was passiert dann? Die Seele fühlt sich nicht wohl. Wieder diese normale Todessehnsucht, die welche normal, diese Sehnsucht, die Seele nach der Geborgenheit. Und wenn das Urheim dahin gehen will, das ist auf unserer Ebene wie die Todessehnsucht. Dann nimmt irgendwann diese Todessehnsucht zu. Und dieser Mensch weiß nicht, und er kann in diesem Moment es einfach Kurzschuss, Handlungen begehen und das, und dann ist das, passieren diese Sachen. Alle diese, wenn man Depressionen,
mit Suizidgedanken, Suizid, diese Sachen. Es ist im Grunde, es ist nicht nur, dieser Mensch kommt nicht zurecht. Es heißt, dass dieses Milieu, wo er ist aufgewachsen, wo er ist da hineingeboren, ist irgendwas, läuft nicht so. Und kein Elternteil möchte es wahrnehmen, er ist in Pflichten gewesen. Wenn ist das passiert, ist eins. Wir Eltern leben unsere Pflicht. Wir haben diesen Kind auf die Welt gebracht, weil, also wir haben geheiratet, das so gehört, Kind bekommen haben wir und dann haben wir Haus, Hypotheke, da steht ein paar Auto, ein paar Schrottmetall steht vor die Tür, da muss ich abzahlen, dann gehe ich in die Arbeit, dann bin ich in der Arbeit und Kind nebenbei. Und ich denke, ich schaffe für Kind das. Aha, ich muss Dach für das Kind. Ich schaffe ein wunderschönes Zimmer. Da ist es ein Raum für ihn. Und da hat er seinen Computer, da hat er alles. Und damit ist erledigt meine Aufgabe als Elternteil, als Mutter, Vater. Nee. Das sind nur Pflicht, erfüllte Pflicht. Aber das ist noch immer nicht dieses Gefühl, die Liebe weiterzugeben an Kind. Liebe ist das, das ist benötigt nicht so viel Zeit. Hier geht es nicht um Quantität. Es geht um Qualität. Es geht darum, dass wir Elternteile gehen wir vorbei an unserem Kind und haben wir nicht mal, können wir nicht mal einmal stehen bleiben und in die Augen meines Kindes reinschauen und von Augen ablesen, wie geht es meinem Kind jetzt, dass ihm geht es nicht wohl, dass er fühlt sich nicht wohl, ihm geht es nicht gut. Daran denke ich nicht. Ja, geht es ihm gut? Nicht mal schaue ich in die Augen meines Kindes. Ja, der sagt, ja, es geht gut, ja. Weil er weiß, das Kind weiß, dass die Mutter beschäftigt war, ganzen Tag in der Arbeit. Der Vater war da, der darf nicht stören. Er ist müde, jetzt er will seine Mahlzeit nehmen. Dann will er vor der Klotze sitzen. Aha, ist das. Also für Kind bleibt keine Zeit buchstäblich. Was macht die Geborgen? Zeit nehmen fürs Kind, zusammen hinsetzen. Ich bin es jetzt in meinem Erwachsenenleben, jetzt bin ich über 60, wenn ich denke an meine Kindheit, wissen Sie, welche Abende ich erinnere? Die Abende, wo wir sind am Boden gesessen, haben wir winterlange Wintertage Spiele gespielt. Mit Vater, mit Mutter, mit alle haben wir gespielt diese Spiele. Und dass ich erinnere, hier knistert das Feuer, hier sitzen wir und dann spielen wir diesen Heimspiel. Und ich erinnere mich noch, und zehre ich daran meine Kraft, erinnere ich an meine Eltern. Das ist die Dinge, das ist die Wärme, die welche gibt es. Wie ich meinen Kopf auf den Schoß meiner Mutter gelegt habe, ihren Geruch, das sind alles das, was mir, wenn ich denke an meine Mutter, an meine Eltern, mein Herz flattert von Freude. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich diese Eltern hatte, ich als Eltern gehabt. Und was machen wir denn in jetziger Zeit? Wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Um Gottes Willen. Ich muss jetzt kommen nach Hause, schaue ich an, aha, dass die Dinge noch die schnell kochen, schnell machen oder schnell das und dann vor der Klotze hinsetzen. Ja, okay, gut, nebenbei. Aha, hast du Note? Zack, zack, wie geht es das? Nein. Die Kinder sind unsere beiläufig, nebenbei laufende. Wir haben eins vergessen. Dass unsere Kinder da sind, es sind keine Besitzer von uns. Wir können den stellen von einem Platz zu anderen Platz. Nein. Wir haben Kinder bekommen hier, die sind Leihe Gottes. Wir haben bekommen, geliehen diese Kinder, um denen in ihrem Leben weiter zu begleiten, denen geben, dass alles, was sie können, sie bekommen und dass sie können sie in weitere Leben gehen. Das ist unsere Aufgabe. Und zu mir kommt die Mutter, zwei-, dreijähriges Kind neben mir, Kind füttert sie und sagt, Frau Bachert, nur ich möchte es wissen, was ist mein Sinn meines Lebens? Hallo? Wie geht es das? Was für eine Generation? Was machen wir da hier? Was läuft hier ab? Was ist der Sinn des Lebens? Es gibt nie als die heiligste und die sinnvollste Aufgabe dieses Lebens, einen Kind, die welche ich bekommen habe, mit ihm sitzen
Zeit nehmen, in seine Augen schauen, füttern, wickeln und sehen. Und Kind nimmt nicht nur meine Zeit, nimmt nicht nur Kraft. Er gibt Kraft, wenn wir in seine Augen schauen und wenn wir beobachten, wie er ist. Von dieser Kindheit an, wir können Anliegen des Kindes, seine Neigung, zu welchem Beruf, seine Qualitäten sehen. Eltern nicht mal in der Lage, ihren Kindern Ratschlag geben, wenn sie heranwachsen, welcher Beruf eventuell möglich wäre für ihn, weil diese Eigenschaften hast du denn. Als ich den Beruf zum Auswahl ging, ich wollte eine Richterin werden. Wissen Sie, was mein Vater hat gesagt? Hat sich hingesetzt und mit mir hatte fast ein Jahr mit mir Gespräche geführt. Hat mir klipp und klar gesagt, Kind, du hast Charakter, du hast keine Eigenschaft, Richterin, Juristin werden. Dich werden wir in einem halben Jahr tot irgendwo liegen finden, aber du bist von deinen Charaktereigenschaften eine Ärztin. Und ich habe getrotzt. Bin ich in die Uni gefahren dahin, habe ich alle Bücher für Jurastudium mitgenommen. Und dann habe ich im letzten Moment entschieden, Medizin studieren. Und bis heute, wenn ich an meinen Vater denke, wenn ich denke, dass dieses Wissen, was ich heute spreche, womit ich bin von Gott begnadet, das alles bekommen habe, dann danke ich von tiefstem Herzen meinem Vater. Und ich wünsche es euch, liebe Zuschauer, bitte, seid ihr gegenüber ihren Kindern ein bisschen aufmerksamer. Bitte berücksichtigt eure eigene, bitte nehmt Rücksicht auf eure Kinder. Bitte ist die, denke ich, in diesem Moment ein bisschen mehr verdientes Geld, bringt noch mehr, bringt nicht ihnen. Wenn es Kinder auf die Beine stellen, Rückgrat geben, sie gewinnen sie davon und finanziell gewinnen sie davon. Sie haben sie emotionale, gefühlsemotionale Gewinn. Wenn sie schauen, dass ihr Kind auf die Beine, ihr Kind geht seinen Wegen, sicher geht es. Was für eine Freude, das zuzuschauen. Und was machen wir? Wir schicken in die Welt unsere haltlosen Kinder bei ganzer Liebe, die sie empfinden, sie Problem darin, dass sie könnten sie nicht diese gefühlte Liebe ihren Kindern weitergeben. Sie haben sie nicht Zeit genommen, das zu vermitteln. Und ihr Kind haben sie haltlos in die Welt geschickt. Und dieses Kind haltlos findet seinen Stand, seinen Fuß fast nicht an. Und wenn er Fuß nicht fast an, und wenn er hat Ansprüche, dann er verfällt in diesen Depressionen. Und wenn diese weitergeht nicht, noch dazu kommt Ehrgeiz, dazu kommt noch persönliche Gefühle erreichen, dann dieser Mensch Suizid begehen, handlungsfähige. Die Wolche wollen handeln, aber die fühlen sich gefangen. Ich wünsche euch, liebe Zuschauer, alles Gute. Ich habe nur einen Teil meiner Sicht mitgeteilt. Und wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Wachatnur.